Zwei müssten ja eigentlich reichen. Achso, in der Zeit kann ich ja auch hier diesen Mark-Aal in meine, Oh, die ziehen wir an. Neue Klamotte. Zeig mal. Also auf alle Fälle besser als der Scheiß, den wir vorher anhatten. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Na gut, angeln wir weiter. Wir sind ja bald. Bald am Ziel. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Ich weiß doch noch nicht, ob ich die tief sehe. Frag mich, schieß mich tot. Fertig machen werde, weil ich habe da jetzt, glaube ich, 5 oder 6 von. Ja, 6. Mit der anderen Quest bin ich quasi fertig. Da wollen wir noch 4 Fische. Da kann jetzt natürlich auch extrem scheiße laufen, ja. Aber wie gesagt, wenn ich dann mit der anderen Quest fertig bin und nicht wenigstens 8 habe von diesen tiefen Mark-Aal-Dingsbums, ne? Dann lasse ich das. Der guckt so ein bisschen verloren neben mir, findet ihr nicht? Und warum er sich nicht in Richtung Wasser stellt, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es cooler, so zu angeln. Weiß ich auch nicht. Ich könnte mal fragen. Aber eigentlich nicht. Es kann jetzt nämlich auch blöd kommen und ich kriege immer nur dieses breites, blaues Breitmaul. Und nicht diese Scheinhaie. Und dann habe ich damit genauso viel gewonnen und kriege trotzdem die tiefen Mark-Aale fertig. Siehst du, da haben wir nämlich schon 8. Und 8 hatte ich, glaube ich, gesagt, ist die Grenze. Von den anderen brauchen wir immer noch 3. Also werde ich wahrscheinlich diese tiefen Mark-Aale auch fertig machen. Davon brauche ich jetzt noch 4. Von den Scheinhaien 2. Und irgendwie gibt es die tiefen Mark-Aale irgendwie auch öfter als die Scheinhaie, obwohl die blau sind. Naja. Könnte ich noch Tolles erzählen. Ihr könnt mir ja schreiben, ob generell jede, also wenn ihr das wisst, ob jede Rasse hier ein anderes Startgebiet hat oder nur die einzelnen Fraktionen. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Bock auf Teufel komm raus, das zu probieren. Werde ich eher mal gucken. So, eine Schnecke haben wir noch. Und 3 Fische brauchen wir, glaube ich, noch. Vielleicht 4. 3 oder 4 Fische brauchen wir.
Okay, die Quest haben wir fertig, aber von den anderen haben wir jetzt 9 oder so, oder 10. Das heißt, ich werde brav weiterangeln. Ich stehe ja zu meinem Wort. Dauert gar nicht lange. Jetzt kommen die ganzen Scheinhaie, ja? Vorher gar nicht, ne? Aber dann auf einmal, wenn man damit fertig ist, ist aber immer so, ganz ehrlich. Das ist genauso, wie wenn man irgendwo jahrelang irgendwas gesucht hat. Und kaum hat man es einmal gefunden, poppt es überall auf. Wo man sich denkt, keine Ahnung, was das für ein Phänomen ist. Genauso wie auch mit Bussen. Man wartet ewig auf einen Bus und dann auf einmal kommen 3 auf einmal. Und man sich denkt, Das ist aber bei Männern auch so. Bei Männern, ich weiß nicht wieso, die haben so ein Radar, wenn man vergeben ist. Weil dann auf einmal kommen die alle an. Und man denkt sich so, wo wart ihr die letzten 3 Jahre, wo ich Single war? Wo wart ihr? Habt ihr euch versteckt? Weil, ich meine, okay, wenn man liiert ist, dann ist es natürlich schon so, dass die sicherer vor allem sind. Weil man dann ja eher gewillt ist, eine Beziehung einzugehen. Ich habe keine Ahnung, das ist jedenfalls sehr merkwürdig. Aber, naja, was soll's. Ich will mich ja nicht beschweren. Würde ich nie tun. Vor allem nicht über Männer. Nein. Nein. Männer sind toll. Ja, Männer sind toll. Wenn ich es noch ein paar Mal sage, glaube ich es bestimmt. Alter, kommt denn heute noch mal so ein blöder Tiefsee-Dingsbums? Das nervt. Vorher kam die immer schön viel, aber jetzt? Also so wenigstens ab und zu mal einer. Weil ich es will. Was wollen die denn alle von mir? Sag mal... Who cares, was ich für Spiele spiele, solange ich Spaß dabei habe? Und wenn ich nun mal Rift spielen möchte, weil es mich als am ehesten von den kostenlosen Dingsbumstars angesprochen hat, ja dann lasst mich doch Rift spielen. Die anderen fand ich irgendwie komisch. Ich weiß nicht, die waren irgendwie merkwürdig. Alter, ob ich heute noch irgendwann so einen fucking tiefen Mark-Aal finde. Ist das ätzend. Ich werde jetzt noch genau eine Schnecke nutzen. Wenn diese Schnecke aufgebraucht ist, kann mich dieser tiefen Aal Who cares? Ja? Mal kreuzweise. Weil dann habe ich echt schlechte Laune, dann mag ich nicht mehr. Ich meine, ich muss mir so schon die ganze Zeit was aus den Fingern saugen. Aber, ne? Das ist ja anstrengend. Also nicht das aus den Fingern saugen, sondern hier zu sitzen und zu warten, dass irgendwann mal ein bestimmter Fisch kommt, der vorhin ganz oft kam, aber jetzt gar nichts mehr. Oh, 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 durch nächste Kartenecke ist bestimmt ein Sammelstück. Ja, guck mal. Ach so. Hätte ich das andere schon. Aber ich wollte lieber das mit dem, ne, mit dem Eichhörnchen. Außerdem, ja, ich hab ja Ausdauer. Teilweise habe ich früher, wenn ich irgendjemanden im TS hatte,
Dann ging ja eh alles leichter von der Hand. Ich bin ja sehr kommunikativ. Merkt man vielleicht daran, dass ich es schaffe, permanent stundenlang am Stück mit mir selber zu reden. Naja, anders kann man Let's Plays ja nicht bezeichnen. Nein, nee, aber... und dann hatte ich halt... keine Ahnung. Und dann hat mich halt einer gebeten, hier, pass auf, ja. Und ich muss noch Alchemist skillen und bla und blub. Und kannst du nicht mal... Ich wäre nicht Hannah, wenn ich Nein gesagt hätte. Also habe ich gesagt, ja, ja, komm her. Und habe dann 8 Stunden am Stück Alchemie geskillt. Nebenbei noch Kräuterkunde. Und diesen Beruf auf Max-Skill gebracht. Von null, ne? Und dabei irgendjemanden voll gequatscht. Der hat auch ab und zu geantwortet, aber meistens habe eigentlich nur ich da gestanden, irgendwas erzählt, damit mir nicht zu langweilig wird, während ich da rumfliege, irgendwelche Kräuter sammle und die dann zu irgendeinem Scheiß fabriziere. Aber das war an sich schon cool, aber... ne? Ich hab Hunger. Ich werde gleich Ploff essen. Wobei ich zugeben muss, dass Ploff aufgewärmt nicht so geil schmeckt. Fischerin! Yay! Anfängerfischer! Fangt 100 Fische! Wuh! Hätte mir aber sozusagen der erste Erfolg gefehlt mit Fangt einen Fisch. Aber, ne? Ich habe jetzt 10. Ich brauche 12. Wenn ich noch einen bekomme, bevor diese Schnecke vorbei ist, opfer ich vielleicht noch eine Schnecke. Wenn ich nicht. Weil es ist dann auch schon blöd, wenn man es fast fertig hat. Nö, hab ich nicht. Also ist mir das jetzt Wumpe. Ich hab das ja jetzt fast fertig. Mir fehlen nur noch 2 blöde Fische. Und man kann es aber nicht fertig machen, weil es dauert. Und man hat dann keine Lust mehr. Und es dauert. Aber es dauert auch wirklich so lange. Und wie ein Stein schwimmen kann, muss mir irgendjemand irgendwann einmal erklären. Braucht ihr Hilfe, um das Zelt aufzustellen? Aha. Das sind ja eine Menge Fische. Ich glaube, ich kann euch dieses Rezept anvertrauen, das Hannah. Spart es euch auf, bis ihr die nötige Überlebensfertigkeit habt, um es zu benutzen. Bis dahin könnt ihr weitere Rezepte von mir lernen, die euch dabei helfen werden, eure Überlebensfertigkeit zu erhöhen.